Hallo und willkommen bei Game Over Brettspiele. In den letzten Kommentaren wurde ich gefragt, ob ich nicht mal was zu Belaten machen kann. Da gäbe es ja nichts zu finden. Und mit Schrecken musste ich feststellen, da gibt es tatsächlich nichts so. Und ich habe mich gefragt, warum ist das so? Weil das Spiel ziemlich geil ist. Und ja, klar, es gibt eine Menge guter Spiele. Und man kann nicht alle vorstellen als Content Creator, das ist mir auch klar. Von daher ist das überhaupt nicht vorwurfsvoll gemeint an meine Kollegen. Aber dennoch hat es mich gewundert, weil es halt so gut ist und irgendwie unter dem Radar geschwommen ist. Und deswegen werde ich das mal vorstellen. Game over. Schon mal besonders hervorhebenswert bei dem Spiel ist es, dass es aus dem Iran kommt. Ich meine, man kennt viele Spiele aus Deutschland, wir kennen viele Spiele aus den Staaten und wir kennen auch viele Spiele aus Europa, aber aus dem Iran, ich persönlich kenne noch kein Spiel und ich finde, bei Brettspielen ist es ähnlich wie bei Filmen, wenn es aus einem anderen Land kommt, bringt es immer so ein bisschen einen eigenen Touch, ein eigenes Flair mit und fühlt sich irgendwie anders an. Und bei Belat finde ich das auch so, also es fühlt sich ein bisschen anders an als unsere Spiele und ja, erstmal, für wen ist das überhaupt was oder was erwartet euch da, bevor ihr jetzt das Video weiterguckt und dann sagt, boah, das ist ja gar nichts für mich. In Belat ist es erstmal abhängig von der Spieleranzahl. Spielt ihr mit einer geraden Spieleranzahl, dann bekämpft sich das Volk und ja, die Obrigkeit, die amtierenden Herrscher bekämpfen sich gegeneinander und müssen versuchen, Wissen zu akquirieren in Form von Gelehrten, die sie auf ihre Seite ziehen. Wer das besser kann, wer mehr Wissenspunkte am Ende hat, der gewinnt das Spiel. Und wenn man aber mit einer ungeraden Anzahl spielt, und das macht es nochmal besonders interessant, dann spielt man mit drei Parteien, dann kommt nämlich noch der Orden der Assassine dazu. Und der mag Wissen überhaupt nicht. Der findet es am besten, wenn die Gelehrten unter der Erde sind, damit das gefährliche Wissen niemandem zuteil wird. Somit habt ihr ein Spiel, was sehr variabel ist von der Spieleranzahl 2 bis 6 und das Gute ist, es funktioniert wirklich in jeder Konstellation gut. Klar, zu zweit fühlt es sich ein bisschen anders an, aber es funktioniert trotzdem sehr gut. Und klar, für mich besonders ist, wenn es eine ungerade Spielanzahl ist, weil es dann ein bisschen asymmetrischer wird, durch die Assassinen, die dazukommen. Noch dazu müsst ihr wissen, es ist ein sehr konfrontatives Spiel. Ihr habt eine Engine, die ihr baut, also quasi ein Motto für die Brettspielexperten da draußen. Ihr wisst, wovon ich spreche. Aber es wird auch schnell wieder was zerstört. Aber man baut es auch schnell wieder auf. Dennoch hat man ständig eine Progression, also es geht trotzdem immer weiter Richtung Spielende. So viel zerstört man sich da auch nicht, dass man irgendwie die ganze Zeit bei Null rumkraucht. Aber dieses gegenseitige Taktieren und was zerstöre ich jetzt vom anderen und mache ich es überhaupt, traue ich mich das überhaupt, einen Kampf auszulösen? Weil in dem Spiel ist auch noch eine gehörige Portion, ja, was heißt gehörige Portion, aber schon noch ein kleines Quäntchen Glück dabei, was es aber auch sehr emotional macht. Aber das finde ich überhaupt nicht schlimm, dass es erhöht auf jeden Fall eher noch die Spannung bei dem Spiel. Es passt auf jeden Fall dazu. Aber ja, schaut es euch am besten selber an. Wir gehen jetzt gleich mal an den Tisch und ich zeige euch mal das Spielmaterial und wie es so im Groben funktioniert. So, werfen wir als erstes mal einen kleinen Blick in die Schachtel. Ich nehme euch mit. Was haben wir hier? Zack, zack. Jetzt wird das so eine Art Unboxing. Keine Angst, ich werde es nicht in die Länge ziehen. Unboxings finde ich persönlich langweilig, deswegen machen wir es hier einmal kurz. Aber dennoch, ihr sollt wissen, was hier ungefähr so drin ist. Und zwar einmal hier das sind die Tableaus, die werde ich gleich mal aufbauen, um mich da was zu erklären, aber cool ist halt, dass die dual-layered sind, das heißt, die Steinchen, die man hier reinlegt, die verrutschen nicht, ist auf jeden Fall schon mal Premium. Was habt ihr noch? Ihr habt so ein bedrucktes Säckchen, wo ihr Steinchen rauszieht, werdet ihr auch gleich zu kommen, also materialtechnisch richtig, richtig cool. Was ein bisschen doof ist, ist dieses Format dieser Karten, der Gelehrtenkarten, aber nur, weil man die nicht sleeven kann, also es ist eher ein individuelles Problem. Viele von euch werden da wahrscheinlich auch kein Problem mit haben. Haben wir hier noch so kleine Schwertmarker, da werde ich auch noch was zu erzählen. Und was haben wir hier? Ja, das Kampfdeck, auch wieder ein anderes Kartenformat, war aber sleevebar. Für mich also gut. Dann ja, nehmen wir die alle mal raus und nehmen wir die noch mal raus. Haben wir hier unten ganz klassisch so ein paar Münztokens, soweit so klassisch. Siegel haben wir hier, Siegeltoken, auch schöne Pappqualität. Kann man nichts so falsch machen. Und hier nochmal das Aktionskartendeck. Das ist ein Standardformat, das konnte ich auch gut sleeven. Und hier unter dem Inlay, es hat nicht so ganz gepasst, wenn ihr es sleevet, dann wird es ein bisschen schwieriger, obwohl die Verpackung so groß ist. Da hat man noch Assassinen-Tokens, die man spielt, wenn man den Orden spielt. So könnte ein Spiel von oben aufgebaut aussehen. Was seht ihr hier? Einmal einen kurzen Überblick. Wir sehen hier einmal die Tableaus, die verbessert werden können von den einzelnen Fraktionen. Das hier sind die Adligen auf meiner Seite. Man sieht es hier mit Dual Layer, da kommen so kleine Steinchen rein. Erkläre ich euch später, wie es funktioniert. Die spielen gegen das Volk hier auf der anderen Seite. Wenn
man in einer geraden Anzahl spielt, also 2 Spieler, 4 Spieler, 6 Spieler, dann spielt man halt 1 gegen 1, 2 gegen 2 oder 3 gegen 3. Hat man eine ungerade Anzahl, 3 Spieler oder 5 Spieler, dann mischen hier noch der Bund der Assassinen mit. Das sind nochmal 4 eigene Tableaus, die ausgebaut werden können. Und noch dazu sei gesagt, die Tableaus sind alle ein bisschen anders. Jedes Tableau hat so Standardaktionen, die wiederum gleich sind, aber die Spezialaktionen, die da drauf sind, die funktionieren anders und das macht es auch so ein bisschen asymmetrisch und spannend auf jeden Fall auch mal andere Fraktionen zu spielen, beziehungsweise gegen die anderen Fraktionen zu spielen. Was ist aber das Ziel des Spiels? Ziel des Spiels ist folgendes, und zwar liegen hier immer 5 dieser Gelehrten aus. Na, seht ihr es? Ja, die Kamera schaltet scharf. Perfekt. Wie im Bilderbuch heute. Und zwar Buch ist auch das richtige Stichwort, denn hier diese Bücher, das sind im Prinzip Siegpunkte, die bekommt ihr nicht nur durch die Gelehrten, aber ich werde die Regeln jetzt nicht im Detail erklären, das soll euch jetzt erstmal nur einen groben Überblick geben, aber am Ende des Spiels müsst ihr die Gelehrten oder wollt ihr als Volk und als Adlige Gelehrte haben und ganz viele von diesen Büchern, weil das eure Siegpunkte repräsentiert. Was auf diesen adligen Karten sonst noch so zu sehen ist, sind unter anderem vielleicht so Kombi-Effekte, wo ihr am Ende des Spiels nochmal extra Bücher bekommt, kennt man aus anderen Spielen und die haben Kosten, die nur durch 2 Ressourcen zu bezahlen sind. Als Assassinen habt ihr nochmal andere Ziele, aber die sind gar nicht so weit weg von den Zielen des Volkes und der Adligen. Denn ihr wollt auch Bücher haben, aber anders wollt ihr nicht diese Adligen auf eure Seite ziehen, sondern ihr wollt sie ermorden, ihr wollt sie unter die Erde bringen. Dieser Mord muss dann auch noch bezeugt werden. Wenn ihr also als Assassinen insgesamt Leute im Wert von 6 Büchern ermordet habt, dann endet das Spiel und zwar siegreich für die Assassinen. So, ein kurzer Perspektivwechsel. Ich erkläre euch jetzt, wie ein Spielzug funktioniert. Der ist nämlich super einfach. Also das Spiel ist auch echt schnell und knackig erklärt und auch sehr schnell gespielt. Nicht unbedingt von der Spieldauer, aber von den Spielzügen. Das heißt, es gibt wenig Wartezeit, finde ich schon mal sehr gut. Und zwar, ihr habt während eures Zuges in der Regel 4 Karten auf der Hand. Na? Wollen wir die auch scharf stellen? Wollen wir. Perfekt. So, und auf diesen Karten seht ihr immer eine obere Aktion. Ich lege es mal hier ab. Das ist, nehmen wir mal diese Karte hier. Na? Diese Karte, die obere Aktion hier und eine untere Aktion da. Ihr entscheidet euch von diesen Karten, die ihr auf der Hand habt, für eine, die ihr ausspielt und macht dann entweder die Hauptaktion und oder die Nebenaktion. Die Hauptaktion, ja, erkläre ich gleich mal, was es da so gibt. Und die Nebenaktion, da müsst ihr aber nochmal Ressourcen berappen. Also hier in dem Fall müsst ihr ein bisschen Gold zahlen, damit ihr hier auch nochmal diese Aktion machen könnt und hier in dem Fall beispielsweise Siegel bekommt. Das sind auch schon die 2 entscheidenden Ressourcen im Spiel, Gold und Siegel, die ihr unterschiedlich nutzen könnt. Generell im Schnelldurchlauf, was gibt es für Aktionen? Die sind immer so ein bisschen abhängig von den Leuten, von den Tableaus, die ihr habt. Wir haben hier den Sultan mit den Händen, die sich hier schütteln, wenn ihr das Symbol hier habt. Beispielsweise auch auf dieser Karte, dann heißt es, ich kann hier entweder diese Aktion mit dem Geld machen, das macht der Schatzmeister beispielsweise, oder ich kann mir dieses Händeschüttelsymbol aussuchen und dann die Aktion von dem Visier machen. Was macht das? Mit dem Händeschütteln kann ich mir hier einen Gelehrten abräumen bzw. kaufen. Was haben wir hier noch? Mit dem Schriftsymbol kann ich diese kleinen Steinchen hier aus dem Beutel ziehen, erkläre ich euch gleich, was das macht. Mit dem, was haben wir hier, den Schatzmeister, kann ich mir Geld aus dem Vorrat da hinten nehmen. Das ist ganz cool, braucht man auch auf jeden Fall immer unbedingt. Und hier kann ich Geld meiner Mitspieler oder beziehungsweise Gegenspieler klauen. Und mit dem Schwertsymbol kann ich Kämpfe anzetteln. Ja, auch sehr cool. Und das Interessante ist, die Aktionen sind abhängig, also die Stärke der Aktionen ist abhängig davon, wie viele von diesen kleinen Tokens ihr da drin habt. Diese Aktion erlaubt euch ja, diese kleinen Dinger zu ziehen und es gibt verschiedene. Es gibt einmal die weißen, die sind auch bedruckt. Da könnt ihr dann immer gucken, was ist drauf. Hier zum Beispiel mit dem Handgrabsch-Symbol, das könnt ihr dann hier reinlegen und das bedeutet, ich kann meinem Mitspieler oder meinem Gegenspieler, wenn ich diese Aktion mache, das Klauen, kann ich ihm nicht nur eine Münze klauen, weil die Aktion ist immer abhängig stark von der Anzahl an Symbolen, die man hier hat, sondern ich kann ihm 2 klauen. Genauso zum Beispiel mit dem Kampf. Meine Kampfstärke ist 1, habe ich hier so Schwerter drin, ist meine Kampfstärke 2. Hier haben wir noch so ein Geldsymbol, also ihr versteht das Prinzip, ne? Wenn ich hier dann die Geldaktion mache, dann bekomme ich nicht nur eine Münze, sondern 2. Und so könnt ihr euch entscheiden, ihr zieht natürlich auch so ein bisschen so glücksabhängig, was ihr aus dem Beutel zieht, aber das macht nichts, das macht spannend und ihr müsst dann halt immer gucken, was macht ihr mit den Aktionen und mit der Stärke der Aktionen, wie wollt ihr euch da aufstellen. Und es gibt natürlich auch immer noch den Joker.
Das ist der Orangene. Bei dem könnt ihr dann wirklich entscheiden, wo wollt ihr den hinpacken, weil den kann ich hier überall hinsetzen. Ich könnte zum Beispiel hier hinsetzen, wenn ich diese Aktion mit der Schriftrolle mache, dann darf ich nicht nur einen hier aus dem Säckchen rekrutieren, sondern direkt zwei. Und was ihr auch noch machen könnt mit dem Orangenen, ist hier unten die Spezialfähigkeit aktivieren. Das ist auch ein spannender Mechanismus, weil wenn ich die hier einmal reinpacke, den Orangenen, dann mache ich die Spezialfähigkeit, die halt auch bei allen anders ist. Das ist das Coole. Aber dann ist der Slot auch blockiert. Wie kriege ich den Slot wieder frei? Ich kriege den erst frei, wenn ich jede meiner Spezialfähigkeiten einmal genutzt habe. Das heißt, hier überall, da sind zwei, müssen auch zwei rein. Wenn hier überall orange drin ist, dann erst packe ich die am Ende meines Zuges raus und dann werden die Slots wieder frei und ich kann meine Spezialfähigkeiten neu nutzen. Ziemlich cooler Mechanismus. Also im Spiel funktioniert der echt gut. Und so muss ich versuchen, während des Spiels einerseits natürlich mein Tableau hier zu optimieren, meine Spezialfähigkeiten richtig im richtigen Moment vor allen Dingen einzusetzen. Bin natürlich auch so ein bisschen auf das Schicksal des Beutels angewiesen, aber letztendlich kann ich eigentlich immer was Cooles machen und muss mir halt überlegen, wie gehe ich jetzt vor, vor allem wenn ich im Team spiele, wie agiere ich mit meinem Teampartner, man spricht sich kurz ab, wo setzt man was rein, man kann sich Ressourcen gegenseitig teilen, die einem dann aber selber im Zug fehlen dann, das muss man auch halt abwägen und sich absprechen und generell ist das immer so ein bisschen so ein Abwägen und ein Kernelement des Spiels ist natürlich auch noch der Kampf, zu dem komme ich auch noch gleich, aber was ich auch noch cool finde, auch noch erwähnenswert als Mechanik, die es so ein bisschen besonders macht, ihr habt ja hier eure vier Handkarten, ihr spielt halt immer eine aus in eurem Zug und wenn ihr dann wieder eine aufziehen müsst, dann habt ihr hier in der Mitte drei Stapel liegen mit Aktionskarten und das Besondere ist, ihr zieht nicht verdeckt, die Karten sind immer offen, das heißt, ihr könnt euch eine von diesen dreien aussuchen, wo ihr denkt, ja, die passt mir ganz gut für die nächste Runde, die kann ich gut nutzen, um mich selbst oder mein Team zu unterstützen, dann nehme ich mir die auf die Hand und deckt die nächste dann wieder oben auf. Kommen wir zu einem meiner Lieblingsmechaniken im Spiel, was es für mich auch so spannend und interaktiv machte, der Kampf. Der Kampf muss wohl überlegt sein, wann man den ausführt und birgt immer ein Risiko, auch wenn man gut ausgestattet ist. Klar kann man sein Glück so ein bisschen, glätten, wenn man sich gut ausbaut, aber das heißt noch nicht zwangsläufig, dass man unbedingt gewinnt. Das macht es aber auch spannend. Ist so eine Art Push-Your-Luck-Mechanismus in dem Kampf. Aber lasst es mich euch erklären. Und zwar, ich habe hier mal meinen Charakter hingelegt, der fürs Kämpfen zuständig ist, der mir diese Kampfaktion gewährt. Wir sehen, ich habe hier schon mal ein aufgedrucktes Kampfsymbol. Soweit so klassisch, also habe ich Kampfstärke von 1. Plus hier meine Tokens, die ich in dieses Tableau reingepuzzelt habe. Das sind nochmal 1, 2, 3, 4 dazu. Also habe ich insgesamt 5. So, also Kampfstärke 5, mein Gegenüber, ich habe ihn mal da direkt gegenüber gelegt, der hat Kampfstärke 2 noch aufgedruckt plus Token, was da drin ist, also fühle ich mich ziemlich mutig und sage, ich mache eine Kampfaktion. Erstmal, was bringt mir eine Kampfaktion? Eine Kampfaktion bringt mir Folgendes, wenn ich als Angreifer eine Kampfaktion starte, dann darf ich am Ende, wenn ich als Sieger hervorgehe von diesem Kampfdeck, eine Karte ziehen und die gibt mir dann die Siegpunkte, die hier am Ende, die hier oben links in der Ecke stehen. Die sind variabel, das können mal mehr, mal weniger sein. Ich glaube, das Maximum ist hier 4. Also lohnt sich dahingehend schon mal auf jeden Fall ein Kämpfchen anzuzetteln. Das Schöne ist, beziehungsweise das Schöne für mich als Angreifer, wenn mein Gegenüber verliert, beziehungsweise wenn mein Gegenüber, man kann einmal den Kampf beenden, indem man den Gegner komplett schreddert, niedermacht und er wirklich verliert, oder er kann vorher aufgeben. Nehmen wir aber mal den Fall, er verliert dadurch, dass er halt, ja, verliert und nicht aufgibt, dann darf ich mir eins seiner Tableaus aussuchen, das er ausgebaut hat und darf das einmal komplett leer räumen. Das heißt, alle Tokens, die er sich da mühevoll reingepuzzelt hat, die werden knallhart wieder ins Säckchen gelegt und somit schwäche ich die andere Partei. Sehr, sehr interessant. Deswegen ist es halt immer, muss man halt überlegen, ob man dem anderen vielleicht nicht dann den Sieg zugesteht und kapituliert, dafür aber seine Tableaus behält. Sehr, sehr coole Push-Your-Luck-Mechanik. Mag ich total gerne. Passt auch sehr gut in dieses Spiel. Sollte mein Gegenüber aber gewinnen, also als Verteidiger, dann darf er sich keine Karte von diesem Stapel nehmen, aber er kriegt was anderes. Er kriegt diese Schwerter. Und diese Schwerter, die kann man zum einen dafür nehmen, um, ja, zum Beispiel Gelehrte zu kaufen, da sind Kosten entweder, es kommt ja auf den Gelehrten an, die sind entweder mit Gold zu decken oder mit solchen Schwertern, oder man nimmt diese Schwerter für das Kampfdeck und ich zeige euch jetzt mal, wie das funktioniert. Also wir simulieren jetzt einfach mal einen Kampf, ich habe die Karten jetzt nicht vorsortiert oder gemischt, wir gucken einfach mal, was bei rumkommt. Also ich habe Kampfstärke 5, mein Gegenüber hat Kampfstärke 2 und ich initiiere den Kampf, also ich bin der Angreifer. So, weil mein Gegenüber jetzt weniger Kampfstärke hat,
bleiben ihm zwei Optionen. Das erste, er kapituliert, er sagt, ach komm, ja, nimm dir hier die oberste Karte als Siegpunkt, egal, passt schon. Oder er sagt, ach komm, 5 und 2 ist jetzt nicht so ultra weit auseinander, die Kampfstärke, ich gehe das Risiko ein und gehe auch in den Kampf. Wenn er das macht, dann muss er von dem Kampfdeck die oberste Karte ziehen, das ist die hier, da steht jetzt plus 1, das heißt, er darf plus 1 zu seiner Kampfstärke zurechnen. Das heißt, er hat 3. Er hat immer noch weniger als ich, jetzt muss er noch eine Karte ziehen, macht er auch, er hat ja schon angefangen. Jetzt hat er plus 1, sind 4. Also steht es 5 zu 4, er muss weiterziehen. Oder er kapituliert, er hat immer die Option zu kapitulieren, bevor er zieht. Jetzt hat er einen Totenkopf gezogen. Das bedeutet, er würde den Kampf verlieren. In diesem Deck sind 4 Totenköpfe und die will man genau nicht haben. Aber, wir nehmen mal an, er hatte vorher so ein Schwert gehabt und jetzt kommt die zweite Funktion von diesen Schwertern. Die können diese Totenköpfe abwehren. Das heißt, er sagt, ich gebe mein Schwert auf, lege das wieder zurück in den Vorrat und wehre den Totenkopf dafür ab und kann weiterziehen. Er zieht weiter. Oh, plus 5. Okay, wo waren wir stehen geblieben? Bei 4. Ne? Jetzt hat er Kampfstärke 9 und so kann sich das ändern. Also ich hatte ja um einiges mehr Kampfstärke am Anfang, aber jetzt steht es schon 9 zu 5 und jetzt sind wir in der Situation, dass mein Gegenüber, mein Verteidiger, mehr Kampfstärke hat als ich. Das heißt, ich muss jetzt überlegen, Kapitulation. Das heißt, ich gestehe ihm wieder dieses Schwertchen zu, was er vorhin eingesetzt hat. Oder ich sage, ich will ihn jetzt völlig niedermachen, der ist zu stark, ich muss auf jeden Fall eins seiner Tableaus räumen, ich gehe weiter im Kampf. Also ziehe ich. Tja, jetzt habe ich einen Totenkopf gezogen und habe den Kampf verloren. Ihr seht, Push-Luck-Mechanismus, es kann mal gut ausgehen, es kann mal schlecht ausgehen, aber man kann den Kampf halt planen, man kann halt seine Kampfstärke ordentlich aufmotzen vorher, man kann sich mit Schwertern versuchen einzudecken. Es gibt Aktionen, die einem auch Schwerter gewähren, Spezialaktionen, bevor man in so einen Kampf geht, um so ein bisschen ja, den Zufall abzuschwächen. Aber es ist trotzdem halt immer wieder, wenn ein Kampf eröffnet wird, ein super krasser Spannungsmoment. Zum Schluss will ich einmal noch mal kurz die Assassinen mit euch besprechen. Die Spezialfähigkeiten, die gehe ich jetzt nicht alle mit euch durch, die sind sehr cool. Aber wie gesagt, das soll nur ein grober Überblick bleiben, damit ihr euch ungefähr was vorstellen könnt, wie das Spiel funktioniert. Die Assassinen, die haben einen Charakter weniger als die anderen. Und das ist natürlich der, der euch erlaubt, Gelehrte zu rekrutieren. Das machen die nicht. Die Assassinen nutzen eher ihre Spezialfähigkeiten dafür, mit entsprechenden Ressourcen die Gelehrten zu töten, die hier ausliegen. Es liegen immer 5 Gelehrte aus, sind 3 weg, werden die restlichen 2 abgeräumt und wieder 5 neue ausgedeckt. Das macht man 4-mal, dann ist das Spiel auch vorbei. Was die Assassinen halt nochmal auszeichnet, sind diese besonderen Plättchen hier. Das sind diese, ja, Assassinen, ach, wie heißt das nochmal? Assassinen, ja, nennen wir es einfach mal Assassinenplättchen. Damit tut jetzt auch nichts zur Sache. Es gibt eine Aktion, da dürft ihr 3 ziehen und 2 behalten und unter die entsprechenden Tableaus legen. Und die gewähren euch nochmal immer extra Aktionen, die ihr mit Gold bezahlen müsst, manche auch anders. Und die machen den Assassinenbund sehr, sehr stark. Das heißt, wenn der Assassinenbund mitspielt, müssen die anderen beiden, dürfen sich nicht nur auf das Gefecht gegenseitig konzentrieren, sondern müssen auch gucken, dass sie die Assassinen im Griff haben, dass die nicht zu schnell plötzlich genug Gelehrte getötet haben im Wert von 6 und dann die Partie vorzeitig beenden. Das war's auch schon mit meinem kleinen Überblick zu Belat. Ich hoffe, ihr konntet euch jetzt was darunter vorstellen. Generell, klar, von so einer Ansicht kommt nicht so unbedingt das Spielgefühl rüber. Da muss man wirklich mal in der Partie dabei gewesen sein. Was ich euch aber sagen kann, es ist wirklich sehr konfrontativ. Da geht's sehr heiß zur Sache. Und dieses Glückselement, das passt wunderbar in dieses Spiel rein. Es ist jetzt auch nicht zu strategisch oder zu taktisch oder mit zu viel Aufwand verbunden. Sowohl das Lernen als auch das Spielen, als dass man sich dann jetzt ewig dran stört, dass auch mal was kaputt gemacht werden kann. Aber ihr solltet wissen, das muss man abkönnen. Wenn ihr das nicht abkönnt, dann ist das Spiel wahrscheinlich eher nichts für euch. Ich finde es grandios, mir macht super viel Spaß. Ich habe es auch schon einige Male gespielt mit unterschiedlichsten Spielerkonstellationen und es hat immer gut funktioniert und mir hat es immer viel Spaß gemacht und ich finde es wirklich erstaunlich, dass das noch nicht so viel oder dass das nicht die Aufmerksamkeit, die es meiner Meinung nach verdient, bekommen hat in der Content-Creator-Szene auf YouTube oder ähnliches. Da habe ich jedenfalls nicht so viel mitbekommen. Vielleicht liegt es ja auch an mir. Nichtsdestotrotz, ihr habt jetzt ein bisschen was mitbekommen durch mich, durch meinen Kanal. Eine Sache noch zu den Aufnahmen. Ich habe jetzt viel aus unterschiedlichen Perspektiven gefilmt. Eigentlich bräuchte ich mal so einen Greifarm, wo ich das schön von oben filmen und zeigen kann. Das funktioniert ganz gut. Könnt ihr mir mal Feedback geben, wie ihr das fändet? Oder ob ihr dieses gar nicht so schlimm findet, wenn ich da immer einen Cut mache und in verschiedene Perspektiven auch mal mit der Hand gehe und da so rüberzoome. Keine Ahnung, wie das bei euch ankommt. Würde mir aber auf jeden Fall weiterhelfen bei kommenden Videos, wo ich auch mal einen Überblick mache, wie da so die Resonanz ist. Ansonsten sehen wir uns bei meinem nächsten Video. Falls ihr noch Fragen habt zu Belat, schreibt mir gerne drunter in die Kommentare. Ich versuche sie dann euch zu beantworten. Macht's gut, bis dann. Ciao.